nur das erste Mal, dass die Hamburger Gras hier heute betreten, sondern auch das erste Mal seit geraumer Zeit, dass sie wieder auf dem Trainingsplatz stehen und eine Einheit leiten. Mussten sie sich erstmal wieder ein bisschen einschnuppern, Kommandolautstärke irgendwie nachjustieren oder ist das letztlich wie Fahrradfahren? Ja, also insgesamt die Freude ist natürlich groß, wenn man endlich wieder auf dem Platz stehen kann, aber ich war ja vorher auch schon zugegen, also die ganze Zeit war ich eigentlich da, konnte da in Ruhe arbeiten, weil ich ja anscheinend im Urlaub war, das war schon auch sehr, sehr vorteilhaft, aber es ist schon ein sehr tolles Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen, das Ganze zu leben, die Jungs zu erleben, wie sie leiden, aber wie sie auch die Bereitschaft zeigen, vorne wegzugehen und das Ganze dann auch mitzumachen, was der Trainer ihnen dann auch sagt. Also tolles Gefühl heute. Jonas Bolt hat gesagt, also eigentlich einer ihrer zentralen Bausteine ihres Fußballverständnisses ist eigentlich Mut. Haben Sie da gleich heute mit angefangen, Mut einzupflanzen in diese Mannschaft, das bei den Spielern zu befeuern? Klar, aber Mut kommt ja nicht von alleine, sondern das muss man immer wieder bekräftigen. Dafür braucht es erstmal Vertrauen. Ja, um Vertrauen zu erlangen, muss ich die Spieler einfach besser kennenlernen. Aber es ist schon ein zentraler Punkt, dass ich immer wieder einfordere, dass sie Dinge machen, dass sie Dinge vielleicht auch mal falsch machen, aber dass sie Entscheidungen treffen. Ja, das ist ja auch wichtig, weil wenn Zuschauer wieder da sein sollten, ist es natürlich auch ein Thema, dann erreichst du sie nicht. Und dann das Ganze dann bei ihnen einzufordern, wird dann schwer. Von daher musst du es im Training dann jeden Tag vorleben, musst sie machen lassen, musst sie auch Fehler machen lassen. Aber Mut und Bereitschaft, Entscheidungen zu treffen, ist schon ein zentraler Punkt, ja, definitiv. Es wäre natürlich wünschenswert, dass Sie sozusagen Ihren Kader jetzt beisammen hätten, mit dem Sie in die Liga gehen. Das ist aber nicht so, das ist auch nicht realistisch. Aber gerade wenn man gemeinsame Ziele auch verabreden will, wäre es ja sicherlich wünschenswert, da doch recht schnell zu wissen, auf welchen Kern von Spielern man zugreifen kann. Was erwarten Sie da für ein Tempo? Sobald ich irgendwas weiß, was für Spieler das kommen, werde ich euch unterrichten. Grundsätzlich arbeite ich mit den Spielern, die da sind. Ja, und wenn ich sehe, dass sie so wie heute einfach mitgehen und wie ich es vorhin bereits ansprach, dass sie auch leiden können bei den Temperaturen, dann ist es eine super Sache für mich dann auch zu sehen, hey, die machen alles mit, die gehen alles mit. Und von daher ist es eigentlich nicht so wichtig, dann jetzt alle schon beisammen zu haben. Es wäre natürlich schön, aber das ist ja utopisch. Und die ich da habe, mit denen bin ich schon so zufrieden. Zwei zentrale Positionen in einer Mannschaft, behaupte ich mal, Torwart und der Typ, der die Tore schießt, da gibt es noch Vakanzen. Wie sehen Sie die Lage im Tor nach Sven Ulreichs Abgang? Heuer Fernandes, jemand, der schon nachgewiesen hat, dass er auf dem Niveau die Stütze sein kann. Was erwarten Sie da für eine Konstellation auf der Torwartposition? Ja, Ferro ist ja nachgewiesen ein super Fußballer. Ja. Und wer mein Spiel dann auch ein Stück weit kennt, der weiß, dass ich über einen Torhüter benötige, der mutig ist und der das Fußballspiel auch von hinten raus dann auch vorlebt. Also von daher bin ich da überhaupt gar nicht, dass ich da irgendwas fordere. Also ich bin damit zufrieden, was ich habe. Ja, und vorne im Sturm sehen wir ja, haben wir heute Manu Winzheimer oder Robin Meissner. Also haben wir dann schon auch Jungs, die jetzt dann auch beide nachgewiesen haben im Endspurt der Liga, dass sie Potenzial haben. Von daher, jetzt warten wir mal ab, was sich so tut, aber ich bin schon wirklich auch zufrieden. Beides gute Jungs, unzweifelhaft, aber braucht es für die Zielsetzung, die ja lautet, wir spielen nicht, um Vierter zu werden, 15 bis 20 Torbestürmer? Also erstmal, klar, jeder Mensch hat Ziele. Ja, und ich glaube, in den vergangenen Jahren war es so, dass man immer nach hinten geguckt hat. Ja, und wenn man viel nach hinten guckt, dann verliert man sein Ziel aus den Augen. Ja, man wird immer langsamer, um das bildlich mal zu zeigen. Wenn ich rückwärts gucke, dann kann ich mein Ziel irgendwann nicht mehr erreichen. Und von daher, Ziele haben wir und die wollen wir auch erreichen. Wie die dann letztendlich aussehen, das muss dann die Saison auch zeigen. Aber so ein Stürmer bräuchte es schon noch oder lässt sich das sozusagen auch auf junge, gierige Schultern verteilen? Ja, prinzipiell geht alles. Starke Konkurrenz in der kommenden Saison in der zweiten Liga. Ist das was für einen Typen wie Sie, sozusagen zusätzlicher Ansporn oder
ja, macht das die Sache schwieriger, dass mit Schalke und Werder beispielsweise dann noch arge Konkurrenten dazu kommen. Ja, aber es gibt ja immer eine Mannschaft, die dann für eine Überraschung sorgt. Aber grundsätzlich ist allgemein jedes Spiel in der zweiten Mannschaft, in der zweiten Bundesliga ist schwer zu spielen. Von daher muss das alles gespielt werden, egal gegen wen du auftrittst. Wenn du die Grundtugenden, die ich in meinem Spiel fordere, mit Mut und Bereitschaft, ja, und auch gegenseitiges Vertrauen, wenn du die nicht auf den Platz bringst, dann brauchst du gegen keine Mannschaft spielen. Von daher, wir haben vor jeder Mannschaft Respekt, das ist wichtig. Aber meine Jungs sind auch gut. Vielen Dank von meiner Seite.